Der Willisauer Sprüchliabend wird Ihnen präsentiert von folgenden Firmen. Es wird gesungen, es wird gelacht, es wird geratscht und geklatscht. Es ist wieder Sprüchliabend in der Willisauer Beizen. Telenapfteli Zentralschweiz war dabei, auch dieses Jahr im neu eröffneten Gasthof Möhren. Hier seht ihr es und gehört es, unerhört es, witziges und geschämmiges, schier skandalös, seriös und anders. Fleissig haben die einzelnen Gruppen über das Jahr durch gesammelt, dann dichtet und Versli geschmiedet und gerade jetzt wird es serviert. Viel Vergnügen am Willisauer Sprüchliabend 2016. Es begrüßt Sie der Werner Bürkli. Achtung, es fängt an mit dem Sepp Stadumann. Wir werden jetzt gerade anfangen, pünktlich um 19:30 Uhr. Einkassieren tue ich dann nachher. Ich bin aber leider im Stich geworden, ich bin plötzlich allein da. Aber auch das werden wir bewältigen. Ich würde eigentlich gerade die erste Gruppe ansagen, also die, die am Essen sind, die können die weiter essen, aber einfach nicht zu schmatzen, oder was man Gruppe gehört. Die erste Gruppe ist der Alois Siedler, gelangt Siedler Wisi. Darf ich bitten? Der Siedler Wisi. Seelisch. Und so tut sie mir immer wieder Eingabungen schicken und mich beauftragen, denn ich bin ja nicht ein Willisauer. Ich bin schon lange im Raum Luzern daheim und bin dort tätig als Privatdetektiv. Ja, ich weiss, ich sehe nicht gerade aus wie ein Privatdetektiv, aber ich kann euch eins sagen, das ist das erste Gebot, wenn man das lernt, den Beruf. Man soll sich immer sehr unauffällig kleiden. So habe ich eine Einbegabung bekommen vom Siedler Lisali. Ich soll mal auf Willisau. Es hat dort scheinbar ein Brandenburger Tor an ein Sondertor brennt. Und vielleicht könnt ihr noch etwas herausfinden, was hier die Ursache ist. Und so bin ich ab auf das Willisau gekommen. Ich habe mich aber erinnert, ja, ich bin nicht so viel zu Willisau, dass der Möhren eine relativ teure Beiz ist.
Ich mag mich erinnern, im Sommer war ich einmal da und habe hier folgendes Menü gegessen. Ich verlange nicht, dass ihr das lesen könnt, vergessen und essen. Es ist so lang bis runter und der Preis ist relativ klein geschrieben. Ich weiss es. Darum habe ich den Preis für euch, das gelbe Grante, extra nochmal ein bisschen vergrössert. Gut. Ich komme also da mit die Jänner auf das Willisauwein und muss feststellen, den Möhren zu. Ich dachte ja, bei diesen Preisen ist ja kein Wunder. Aber eben, was mich aber noch mehr erschreckt hat, die neuen Häuser, da geht neben Möhren, lese ich hier Eisen. Eisen, habe ich überlegt, ist jetzt ein neuer Eisenwarenhändler hier. Was soll jetzt das echt heissen? Und bin ein bisschen weitergelaufen und dann entdecke ich es schon. Eben das Branden, also das Untertorbrändli. Allen Willisauer hat das im Herz wehgetan. Das Bangen, das Hoffen. Aber eben, die Zahlzerstörung von diesem Restaurant war nicht zu verhindern. Ich habe natürlich als Detektiv gerade meine Nase ins Zeug gehabt und ein bisschen angefangen zu forschen. So ein bisschen rumgeschaut und habe überlegt, Eisen. Bin um das Türchen rumgelaufen und sehe dort einen rüdigen Haufen alte Eisen. Geh noch einmal zurück, schaue noch einmal auf das Schild und dann merke ich, also dort Reifeisen gestanden wäre. Gut, bin dann weitergegangen, ein bisschen am Boden und sah so etwas Weisses glitzern, so einen nassen Boden. Nehme es auf und merke, schau da, ein Einkaufszettel, ein Kassenbon. Ein Kassenbon von einem Geschäft von Willisau. Und eingekauft hat die Person tatsächlich Terpentin, Putzfäden, Zündwürfeli, Zündhölzli, aha. Alles, was du brauchen kannst, um ein Feuerli zu machen. Jetzt habe ich ihn, Jetzt muss ich nur in das Geschäft fragen, wer hat das Zeug gekauft. Ich schaue oben vom Regen, halt schon etwas verschwommen, habe ich aber gerade noch so knapp Kreiliger können feststellen. Da habe ich gewusst, das ist das oberste im Städtli. So bin ich halt losgelaufen gegen Kreiliger Ruhe, von Städtli auf. Und was treffe ich an dem Tag nach dem Brand? Im Obertor, beim Sternen an. Feuerwehr will ich so geben. No! Im Sternen am Essen. Schmeckt verdächtig wie ein anderes Beizli brünt. Aber eben, ich meine, man müsste es ja beweisen können. Aber etwas anderes habe ich noch gefunden. Ein ehemaliger Kadermitglied von der Feuerwehr Gatno, der ja jetzt mit Willisau fusioniert ist. Das arbeitet zu Willisau. Und zwar in einer Firma, wo man so Baumaterialien verkauft, die man auch brauchen können. Zum Beispiel, um eine neue Beine zu bauen. Verdächtig, verdächtig, habe ich mir gesagt, aber beweisen kannst du ja gleich nicht. So, bin ich als letzter ein Kreiliger hier. Unten hier, niemand rum. Bin ich mal einen Stock höher über Ruhe. Da bin ich aber total verwirrt gewesen. Dann lese ich dort oben Schappi. Dachte ich, aber das ist doch der Kreiliger und nicht der Schappi. Der Schappi ist ja viel weiter unten. Schau das so also lange an, da kommt gerade Margarita hinten vor. Und sagt, was du schaust, sag ich, ja, bin ich jetzt beim Shampoo oder beim Kreiden? Ja, warum? Sag ich, ja, lese doch dort auf den Schrank kommen, was dort steht. Am 15.01.2016 am Abend, am 16:30 erst gekauft worden ist.
aber schon morgen früh am Brunnen ist. Also kann das gar nicht der Täter sein. Und ich habe ihm ein Recht geben und bin halt wieder raus. Zu dem Geschäft aus und habe mir überlegt, ja weitere Hinweise, vielleicht beim Bauamt. Wenn einer will bauen und etwas im Weg ist. Ja, weiss ja nicht, oder? So, wir hätten mal in den Kasten schauen. Klar hat das Bauamt natürlich zugehalten. Ja, das war die Idee gesehen. Wenn ich in den Kasten schaue, unter den Baueingaben, Baugesuch, lese ich dort etwas ganz komisches und das hat mich gerade verdächtig, sehr verdächtig gedacht. Steht dort irgendeine Gebäudenummer Westergucker 83.tvl Nummer irgendwie, sie wollen eine Wärmepumpe einbauen. Ja, Wärmepumpe, habe ich gedacht, ja, hängt sich die allenfalls. Im Wundertürli auch eine Wärmepumpe einbauen, das ist schon jetzt heiss und erkannt. Also überlegt doch, sagt sie, aber Puppe, Moment jetzt. Das würde man doch, glaub ich, mit zwei P schreiben. Sehen wir gerade den Schüler vom Schloss Feld ab und sagen, komm mal schnell daher, du. Rechtschreibung. Wie ist das mit Puppe? Hat das zwei P, oder? Er sagt, schaut, wie ich so, unsere Lehrer. Ich kann dir sagen, die nehmen das nicht mehr so die Namen mit Rechtschreibung und Lesen. Und das ist also wirklich. Zeig, ich hatte gestern einen Test gehabt. Einen Test. Und hat die Antwort heute noch bekommen, morgen. Und er musste sagen, also die Lehrerin der hat mir selber müssen ein 1 geben für die Not, für den Text. Die hat nämlich dort auf dem Test den Titel geschrieben. Und ich behaupte, wenn ich euch den Titel jetzt zeige, dass ihr nicht auf den ersten und nicht auf den zweiten Blick merkt, was es sich hier handelt. Kommen denen für auch noch, gell? Schaut. Was ist das wohl für einen Test gewesen? Vielleicht können wir da weiterhelfen. Test. Aber was für ein Test? Schau, das ist ganz einfach. Wir können das Wort nur ganz ein bisschen verändern. Streichen wir ein T raus und nein, das E ein bisschen vorne. Und schon kommt man auf einen Schritt. Kommt man drauf, dass das um einen Lesestrategietest gehandelt hat. Aber eben, das mit dieser Rechtschreibung habe ich überlegt, ja, man müsste vielleicht ein bisschen ältere Lehrpersonen von Willi so fragen, warum man das so angelassen hat. Und ich habe einfach gewusst, es gibt noch eine ganz bekannte Lehrerin zu Willi so. Und das ist eben unser, nicht Söli, wie heisst es schon wieder? Strixli! Ich habe gewusst, dass Strixli die Jahre im Metzger reinkam, Städtli gehst schon mal zum Strixli. Ich bin dann dort durch Städtli abgelaufen, zu dem Trixli. Und hab noch gewusst, ich hab doch im Sommer mal ein Vöttel geschossen, das Grosswallen. Ja, weil scheinbar, ich hab darum im Vöttel gelesen, dass Trixli das Grosswallen einen Asyl bekommen. Weil sie vielleicht zu viele so im Asylantenzentrum keinen Platz haben. Auf alle Fälle tut das dort jetzt leider das Grosswallen in Schutz. Ich hab das Vöttel geschossen. Und ich weiss immer noch nicht, also ich meine da natürlich schon nicht ganz, gell? Da sieht man also das Trixli. Wenn ich dann gestern drin war, begegnet mich jemand und sagt, du weißt doch, was Trixli ist? Sagt er, suchst du Frau Grüter? Sag ich, natürlich suche ich Frau Grüter. Ja, wo hast du parkiert? Sag ich, ja, da irgendwo im Städtchen unten. Ja, zum Glück, weil wenn du hinten parkiert hast, das ist dann gefährlich. Scheinbar hat das Trixli ein, wo ins Tübeli sich das Bier nehmen, schon mal einen Kratz gemacht ins Auto, von vorne bis hinten. Und scheinbar hat der aus dem Tübeli raus schon gar noch zugeschaut. Gut, hat er gesagt, wir sollten nicht die anderen Leute den Parkplatz nehmen. Das ist zwar kein offiziell, aber er gehört einfach in der Frau Grüter, das heisst ganz Willi so. Scheinbar hat er mal einen anderen dort hingestellt und etwas ausgelassen. Und nachher hat scheinbar die Frau Grüter in Grüter gestern so noch an das andere Auto hingestellt, dass der Käbi auch nicht rauskommt.
Was sie nicht gesehen hat, dass der einen Anhängerkuppel getragen hat. Die werden Frau Grüter ihr Auto ziemlich fest eingedrückt haben. Aber eben hat er gesagt, die findest du hier nicht. Aber ich kann dir nur einen Tipp geben. Wenn du etwas wissen willst, über wie ich Auskunft brauchst, gibt es nur eine Person, die dir alles sagen kann. Geh doch einfach zu der Frau Schwedler. Er hat darum gehört, ich sei so früh an der Brandstelle gewesen. Er muss dachten, wir könnten da nehmen, sie hat das selber anzünden. Nur dass sie uns im Fernsehen kommen. Aber eben, das sind natürlich Geschichten. Und wir Detektiv, wir wollen Tatsachen, nicht der Käfer schnell da. So habe ich gedacht, du gehst halt am besten selber schauen. Ja, die Frau Schwedler hat noch gesagt, die wollen scheinbar ein neues Brot auf den Markt bringen. Ein sogenanntes hausgeräuchertes Brot. Vermutlich hat sie dann die ersten grossen Versuche gemacht, dass ich das Sinn nicht was. Es war gerade niemand drin, und ich konnte schnäuken. Das haben wir immer gerne mit Detektiven. Ich konnte schnäuken. Sehe ich dort die Meckerin, so eine Tafel. Sie hat ja hier sonst immer alle auf dem Trottoir, aber einen hat sie nicht gehabt. Ich dachte, was soll das für eine Tafel sein, dass sie die nicht braucht? Ich habe die genauer angeschaut, und jetzt ist mir schon klar, warum dass sie die Tafel nie gebraucht hat. Da drauf steht tatsächlich neu. Hausgeräuchertes Schwarzbrot. Eben. Und das mit dem Räuchern hat mir gesagt, das ist nicht so gelungen. Darum mache ich jetzt nur ein Schwarzbrot. Und ich kann euch im Fall zeigen, so sieht es aus. Man kann es kaufen im Laden. Und ich weiss nicht, vielleicht möchte ich es ja probieren. Kannst du mir das schnell haben hier? Ich habe nämlich das Möstchen nicht da. Könnt ihr alle etwas probieren von diesem Schwarzbrot? Hast du da drinnen, schaut da. Ich weiss schon, es ist nicht so viel, aber ihr Willisauer sind euch ja gewohnt, ein bisschen zu teilen. Wenn man denkt, vor ein paar Jahren an die sogenannte Hostienknappheit, die wir gehabt haben. So, somit gebe ich das in die Runde. Ich wünsche euch weiterhin einen guten, schönen Abend. Vielleicht kommt es ja dann schon noch aus, wer dort dahinter gesteckt ist. Hinter dem sogenannten Brandenburger Unterkurbrand. So. Reportagen über Willisauer Sprüchli oben hat nur dank folgenden Firmen realisiert werden. Ein herzliches Dankeschön.